So, ich grüße dich. Hallo, herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Ich bin der Franco Unia. Weißt du, was ich mir hier gern wünschen würde? Fuck. Weißt du, was ich mir hier gern wünschen würde? Ja, unter anderem Waffenteile. Unter anderem Nylon, schieß mich tot. Yeah. Und unter anderem noch eine Statue. Na, was schon, wie ich mein. Aber gibt's hier leider nicht. Ich brauche Statuen, ich brauche Schlüssel. Finde ich gut, Dixie-Klo. Hier sind alles Mobius-Dinge. Ich habe hier gar keine Möglichkeit, ne? Oder hier irgendwie in die Flammen reinzukommen. Wir sind ja hier eigentlich sicher, seitdem die respawnen gleich wieder alle. Die haben ja alle gekillt, was geht. Ah, ich glaube, das kannst du vergessen. Das brennt hier noch ein bisschen. Okay, dann jumpen wir hier nochmal rein. Jo. Hep. Hier ist der rote Fetzen. Da müssen wir ja hin. Ja. Kleiner Augenblick noch. So, ich sehe gern mein Gesicht, nämlich immer hier. Nein, Quatsch. Ist schon wieder so Untergangsstimmung mäßig, ne? Sie hat wieder ihr Leben aufgefüllt. Das ist auch nichts Gutes, oder? Ach, hier wohnst du. Was ist das für ein Zappelbunker da? Tja, so kann man es auch machen. Ich hätte ein etwas unauffälligeres Vorgehen erwartet. Hier sind wir jetzt sicher, oder was? Zu Hause ist es am schönsten. Und der Unterschlupf kommt direkt danach. Hör mal, flipp nicht aus wegen des ganzen Sprengstoffs, den ich hier habe. Der ist harmlos wie Kuchenteig, solange ich ihn nicht scharf mache. Du bist witzig. Ich bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Der läuft recht langsam, ne? So, hier wohnst du also. Klammer mal das alles zusammen, wenn du es nicht brauchst, ne? Na, schau her, wieder ein bisschen was. Weißt du, was ich, auf was ich hinsparen will? Also, was machen wir mit Theodor? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lily hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lily? Ja, leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist... anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie versteckt sich, um Lily vor Theodor zu beschützen. Und er wird ihr alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lily herausholen. Also erledigen wir Theodor. Ja. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neill. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay. Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale. Sebastian? Wo warst du? Hast du Stefano gefunden? Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Gut. Und Lily? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht, ich hatte Kontakt mit Agent Torres. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht. Jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lily. Torres meinte, du würdest ihn kennen.
Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich schicke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Gut. Dann kommen wir mal zur Sache. O'Neill, Sebastian hier. Bitte melden. Da stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodore gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Mark? Ja, es gibt einen Mobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72. Gut. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Halt die Ohren steif. Mach ich. Viel Glück, Sebastian. Kapitel 11. Neu verbunden. Eiskristalle? So, Kältebolzen, diese Armbrustbolzen friert Feinde ein, die von ihm getroffen werden. Die meisten zerbrechen dabei in tausend Teile. Einige werden jedoch nur vorübergehend eingefroren oder sind gar nicht betroffen. Kältebolzen können durch Kombination von Verflüssigern und Schießpulvern hergestellt werden. Geil. So, Kapitel 11. Wie viele Kapitel haben wir denn insgesamt? Durchquere den Wagen, finde den Weg zurück zu O'Neill. Jetzt dürfen wir den auch noch retten, bestimmt. So, Sicherung. Ich dachte jetzt eher, dass wir hier einen Verflüssiger haben. So, ich trinke mal ein Schlückle. Erst einmal einen Kaffee saufen. Apropos. Was? Verdammt guter Kaffee, Alter. So, Trophäe erhalten. Sehr schön, freue ich mich. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel. Ich glaube, der erste Teil hatte, glaube ich, 15 Kapitel, ne? Ich gehe mal so davon aus, dass wir hier 15 Kapitel ungefähr haben. So, was haben wir hier, Feinde? Torres, ach so wird es geschrieben, Torres Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält Einträge in einer ordentlich femininen Handschrift. Der jüngste Eintrag lautet: Keine Ahnung, wie lange ich schon auf Myras und Theodors Rückkehr warte. Zeit ist im Stem ein recht vages Konzept. Und zwar umso mehr, seit ich Lily geflohen ist. Eigentlich hätten sie schon längst wieder hier sein müssen. Wenn ich hier drin sterbe, möchte ich nur, dass die Person, die dieses Tagebuch findet, weiß, dass ich freiwillig hineingegangen bin. Vor langer Zeit habe ich etwas getan. Etwas, das ich bereue. Und deswegen bin ich jetzt hier und warte darauf, Lily hier rauszuholen. Das ist meine letzte Chance auf Wiedergutmachen. Und vielleicht auch ein Versuch, ein neues Leben zu beginnen. So oder so habe ich mich diesen Plan verschrien. Ich werde es durchziehen. Komme, was wolle. Aber es ist offensichtlich, dass etwas schiefgegangen ist. In dem Fall soll ich nach Hilfe Ausschau halten, wie Kidman es mir gesagt hat. Allerdings bricht dieser Ort um mich herum allmählich zusammen. Hoffentlich kann ich ihn finden, wenn er hineingeschickt wird. Was hat's denn ausgefressen? Das würde mich doch dann eher interessieren, ne? Was hat's ausgefressen? Sollen wir mal speichern? Freunde, wir gehen auf Nummer sicher. Ich speichere mal. Machen wir das, überschreiben. Kennst dich aus. Neu verbunden. Bin ich jetzt gespannt, wo es hier weitergeht. Hier geht's durch, ne? Halt! Von hier kommen wir her. Ach, da müssen wir durch. Oh, was haben wir hier Feines? Jo, hochwertiges Waffenteil. Ist nie zu verachten. Wir machen das jetzt, weil ich es kann. Sebastians Zimmer. Der Altar ist weg. Aber ich habe kein Dia, aber wir können hier reingehen. Wir haben nämlich hier Infos bekommen, neue. So, hier haben wir eine Diskette, eine Dia.
Nehmen wir doch dankend mit. So, 6 von 11. Dann haben wir hier Untersuchungen zu Pater Theodore. Das lässt mich ein wenig hoffen. Artikel aus dem... Immerhin konnte er wohl nicht alle täuschen. Ich muss weiterhin vorsichtig sein. Er hat viele Leute überredet, den Stamp zu testen. Artikel aus der Crimson Post. Beratsame Engel oder teuflische Hüter von Daniel Block, 20. Oktober 2014. Crimson City. Wenn man die Motivationsredner, Autor und spirituellen Sherpa Theodore Wallace trifft, stechen einem sofort seine souveräne Präsenz, sein Charisma ins Auge. Seine große, fast schon imposante Statur bildet einen scharfen Kontrast zu seinem offenen und freundlichen Gesicht. Genau dieses Gesicht zieht die Umschläge der Bestellerreihe von Selbsthilfebüchern und dient als Aushängeschild für mehrere unter dem Namen... Warte mal, falscher Knopf. Unter dem Namen, ach, da läuft's anders. Unter dem Namen Musende, bekannte spirituelle Wohlfühloasen. Aber was verbirgt sich hinter dieser freundlichen und mildtätigen Auftreten? Manche mögen Wallace als Guru ansehen, doch für andere Religionskritiker und beunruhigenderweise auch Angehörige von Besuchern der Musende ist er nichts weiter als ein moderner Sektenführer. Naja, könnte hinhauen, ne? Könnte passen. So, was haben wir hier noch? Er vergriff sich an verlorenen Seelen, indem er vorgab, den Schlüssel zum Glück zu haben. Langsam verstehe ich seinen Modus operandi. Muss in der Werbebroschüre. Erscheint das Universum Ihnen grausam und ungeordnet? Haben Sie das Gefühl, dass die Welt Sie mit funkelnden, aber nicht erreichbaren Tarnt von der Wahrheit ablenken will? Tarnt oder Tor? Sind Sie überzeugt davon, der Einzige zu sein, der so fühlt? Nein. Dann ist das Musender genau das Richtige für Sie. Kommen Sie vorbei und werfen Sie die Fesseln der modernen Gesellschaft ab. Treffen Sie Gleichgesinnte. Erschaffen Sie eine bessere Realität. Eine Realität, die Sie und nicht andere für Sie wollen. Mu, wir erwarten Sie. Mu, Alter, was ist das für ein Ding, ey? Was schön. Der Bastard hat sich selbst in den Mittelpunkt des Plans gestellt. Er wollte ihn zu seinem persönlichen Vorteil nutzen. Seine Handschrift allein deutet schon darauf hin, dass er ein Psychopath ist. Mann. Die sieht aus wie vom Zodiac-Killer. Der Lackel. So, Kidman, ich hatte ein ernstes Gespräch mit Myra. Ich stehe der Sache wohlwollend gegenüber, aber ich glaube, dass weitere Schritte zur endgültigen Lösung ihres Problems unternommen werden könnten. Treffen Sie uns heute Abend um 22 Uhr vor dem Crimes and City Renaissance Theater und achten Sie darauf, dass niemand Ihnen folgt. Theodore. Alvin, Simon, Theodore, Dup. Ich muss aufpassen hier, weil das schon wieder so... So. Geistiger Führer und Motivationscoach. Kein Wunder, dass er alle davon überzeugen konnte, auf ihrer Seite zu sein. Auf den ersten Blick schien er echt nett zu sein. So, hier haben wir nochmal einen kleinen Steckbrief. Dossier über Theodore Wallace. Name Theodore Wallace. Geburtsdatum am 7.3.1968. Geburtsort St. Louis, Montana. Derzeitige Wohnsitz Crimson City. Beruf Motivationsredner. Geistlicher Führer. Jawohl. Entschuldigung. So, hier haben wir noch... Keine Ahnung. So, aber wir haben dir... Machen wir doch mal glatt und gleich und gerne und... Was immer. Was auch immer. Schleich dich, Mizi. Ja, fein. So, nächstes Dia. Ich und Kidman in jungen Tagen. Hey, Kidman. Was gibt's, Sebastian? Hab gerade an unseren ersten gemeinsamen Fall gedacht. Du meinst am KCPD? Der Überfall auf das Pfandhaus? Du hast den Fall ganz allein gelöst. Ich war beeindruckt. Das war nur dank dir. Du hast mich angeleitet und mir alles beigebracht. Hast mich auf Augenhöhe behandelt. Ich wünschte, ich hätte früher einen Lehrer wie dich gehabt. Ich wollte dir helfen, zu den Besten zu gehören. Aber die ganze Zeit hast du für sie gearbeitet. Jemand wollte, dass ich ein Auge auf dich werfe und sicher gehe, dass sie uns nicht zu nahe kommt. Schade. Du wärst ein guter Cop gewesen. Da bin ich mir nicht so sicher. Meine Personalakte für das KCPD war gefälscht. Den Großteil meiner Kindheit saß ich im Jugendgefängnis. Als Mobius mich fand, hieß es, mitmachen oder im Knast versauern. Wenn du gerade erwachsen geworden bist, überlegst du da nicht zweimal.
Ich kenne dich überhaupt nicht. Oder? Ich bin schon so lange bei Mobius. Keine Ahnung, ob ich mich selbst noch kenne. Ich glaube, in dir schlummert immer noch eine Rebellin. Ich mag irgendwie die Geschichten. So, keine Ahnung, von damals so. Ui, Mizi. Hat Gel. Danke, Kätzchen. 700. Mietz, Mietz. Jetzt haben wir 10.000, oder? Erwin, Simon, Theodore. So können wir was herstellen. Wir brauchen eigentlich eine großartige Schrothammer. Nu, hier könnten wir was theoretisch herstellen. Komm, weil wir es eben können, haben wir noch 30. Sowas könnte man herstellen. Wir sind ja recht gut beieinander, ne? Ich weiß nicht, sollen wir sowas herstellen? Ich weiß nicht, die sind halt doch recht teuer, ne? Explosivbolzen. Ach, davon haben wir nur einen. Neue Kältebolzen. Okay. Da gucken wir mal, waffenverbesserungstechnisch. Da würde ich nämlich gerne, falls es geht, Kältebolzen, Harpunenbolzen, Explosivbolzen herstellen. Hui, können wir sogar. Jo, machen wir. 320 geht noch gerade so. Erhöht Schaden und Schrapnellradius. Wir müssen das einfach machen. So, schalte den Zugriff auf die Ex-Verbesserung des Explosivbolzens frei. Ex-Verbesserung fügen Bolzenangriffen besondere Effekte zu. 1000 brauchen wir davon. Weil die werden gut sein, diese Explosivbolzen. Habe ich so meine Erfahrungen immer damit gehabt. Die werden nämlich gut sein für Bosskämpfe. Und vor allem dann auch für den Endbosskampf. Ich sehe, Sie brauchen wieder meine Dienste. Ja, Schnuckel. Und, wie geht's dir? Sie sind zurück. Neues Wissen erfordert neue Fähigkeiten für bevorstehende Gefahren. Wenn Sie mehr wussten als ich, hätten Sie es doch sagen und mir das Kopfzerbrechen ersparen können. Wenn ich's gekonnt hätte. Doch diese Reise müssen Sie alleine bewältigen. Aber ich bin nicht allein. Ich habe Hilfe gefunden. Torres, Hoffman, O'Neill. Sie werden sie begleiten. Aber die Entdeckung müssen Sie machen. Entdeckung und Selbstentdeckung. Das macht den Stem so faszinierend. Ja, wer weiß, ob der O'Neill noch lebt, du ey. So, Leichenschau aus. Nur Leichenschlichel, Schlichel. Den können wir nicht nehmen. Okay, dann gehen wir da wieder raus. Gucken wir uns hier nochmal um. Gesundheit, List, Heilung, Athletik. Noch geringerer Rückstoß. Ruhige Hand. Geringerer Rückstoß. Ah, das ist schon wieder so List. List, Freunde. Flaschenbrecher. Ah, das ist vielleicht nicht verkehrt. Schleiche. Kostet mir ehrlich gesagt doch ein bisschen zu viel. Unauffällig. Okay, das könnte noch. Den für 5000, ne? Aber dann bräuchte ich dann irgendwie noch sowas. 12.000 Ausdauerschub, Alter. 7,5. 10.000. Könnten wir aber machen. Was ist das? Reflexe.
Reflexe ist natürlich nie verkehrt. Heilung ist immer das Beste. Schnelle Erholung. Weißt du was? Ich spar's mir auf. Ich spare jetzt mal ein bisschen. Ich hoffe, dass wir dann gut vorankommen. Und dann hätte ich gesagt, machen wir hier eine kleine Folgenpause. Morgen geht's dann weiter im Stem bzw. im Mark. Gehen wir dann zu O'Neill in der nächsten Folge. Und ja, dann kommen wir drücken gleich weiter und dann machen wir dann in der nächsten Folge hier weiter. In diesem Sinne. Sind wir hier? Wir sind hier richtig, ne? Ja. Grüß Gott. Wir müssen nämlich hier entlang und dann, wie gesagt, bis morgen. Beziehungsweise bis zur nächsten Folge bei The Evil Within 2. Macht's gut. Ciao und Servus. Euer Franconia.